Aufzeichnung. Sehr schön. Ja, freue ich mich, dass wir heute den ersten Workshop haben unserer zweiten Online-Messe. Ich bin sehr, sehr froh, dass Sie die Zeit gefunden haben, Herr Zimmermann. Sie waren ja schon bei der ersten Messe dabei und haben einen Workshop gemacht, der immer sehr, sehr interessant war und auch die Nachfrage danach immer groß war. Deshalb bin ich sehr, sehr froh, dass Sie heute, wie gesagt, dabei sind. Heute auch wieder mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Während ich die anderen Leute noch einmal eintreten lasse, damit es auch jeder sieht. Wie gesagt, wenn jemand zwischendrin weg müsste, es wird auf jeden Fall aufgezeichnet, kann dann auch auf YouTube angeschaut werden, beziehungsweise bei uns auf der Messeseite unter www.vth-messe.de. Außerdem, wenn Sie Fragen haben, es gibt ein Chatfeld, da können Sie gerne reinschreiben, da habe ich ein Auge drauf und werde diese dann auf jeden Fall stellen, damit der Herr Zimmermann sie entsprechend beantworten kann, damit auch Ihre Frage gehört wird. Und ja, dann, wie gesagt, ich freue mich sehr und übergebe Ihnen das Wort. Dann dürfen Sie gerne starten. Ja, Herr Kremmer, vielen Dank an die anderen Teilnehmer oder die Teilnehmer des Webinars. Schönen guten Abend und Grüße raus ins Land. Ich sehe jetzt hier noch vier weitere Teilnehmer. Ist das momentan alles? Nein, es sind noch einige mehr drin. Sie haben nur die Kamera nicht an. Nur so die Felder unten sehe, ich weiß nicht, wie es da weitergeht. Entspricht dann ja ungefähr dem Zustand. Wenn wir auf der Messe wären, was ist eine Messe? Haben wir schon fast vergessen inzwischen. Messe ist da, wo man hingeht und mit anderen Leuten spricht, sich Sachen anschaut, sich was kauft gelegentlich, sich beraten lässt und ähnliches. Messe abends um 17:30 heißt, dass es langsam ruhiger wird, dass nur noch wenige um einen rumstehen oder gerade die noch zu einem kommen, die ganz spezielle Fragen haben und dann ein bisschen länger bleiben und dass man dann so gemeinsam sich bis 6 Uhr oder kurz danach noch unterhält und alles Mögliche noch bespricht oder alte Bekanntschaften aufleben lässt und sonstiges. Wie gesagt, herzlich willkommen. Und Thema ist Mega-NC, NC Drive, die Steuerung, Mega-NC, das CAD-CAM-System. Neue Version 2020 ist gerade in der Freigabe, das heißt, wird in den nächsten Tagen ausgeliefert. Und da möchte ich gerne ein paar Sachen dazu zeigen, wie wir es auf der Messe auch machen würden, wenn wir da alle noch stehen würden und unbeschwert wie früher den Messealltag genießen könnten oder uns aufs Abendessen freuen, dann inzwischen irgendwann um diese Uhrzeit. Ich würde heute beginnen oder heute mal Thema vorschlagen, allgemein arbeiten in 2D. Ich habe ein paar Sachen ein bisschen mir vorausgedacht, den Rest machen wir freie Hand. Und habe mit dem Herrn Krämer gerade besprochen, dass wir noch einen zweiten Termin machen könnten, wo dann speziell auf Thema 3D eingehen könnten, wenn der Bedarf besteht. Und dort dann die Themen im dreidimensionalen Raum besprechen. Heutiges Thema, wie gesagt, MegaCAD oder MegaNC 2020. Ich schaue nur auf den linken Bildschirm, also nicht immer die Kamera, das soll nicht unhöflich sein, sondern ich muss dahin gucken, wo ich arbeite. Und jeder, der MegaNC kennt, wird sagen: Aha, alles soweit bekannt, alles wie früher. Hat auch sich in der Oberfläche nicht allzu viel getan. So ein paar Kleinigkeiten kamen dazu. Aber im Inneren hat sich sehr viel getan. Wir haben also eine ganze Menge Arbeit reingesteckt in das diesjährige Update. Ist auch diesmal sehr spät dran, hat einige Gründe. Corona ist nur einer davon, aber wir können ja nicht alles auf Corona schieben. Dass wir nicht so schnell fertig wurden, wie wir es gewünscht hatten. Aber jetzt sind wir endlich an dem Punkt, wo wir sagen können, es darf rausgehen. Und ich möchte Ihnen ein paar Dinge zeigen. Vielleicht ist gerade so eine Messe oder in dem Fall Online-Messe auch ein ganz guter Anlass, vielleicht nochmal irgendwas zu finden und noch schnell auszubessern, bevor es dann wirklich auf die Idee geht und auf die Post, auf den Postweg zu den Anwendern kommt. So eine Vorführung ist immer mehr live, als man denkt. Und wenn da was schief geht, dann ist es gut, dann sieht man noch, was noch an Kleinigkeiten vielleicht auszumerzen ist oder ähnliches. Wie gesagt, die Oberfläche mal aufs 2D geschaltet. Ich habe die 3D-Version, aber mal auf 2D zurückgebremst. Das heißt, wir finden hier unsere ganz normalen Funktionen aus dem 2D-Umfeld, Linien, Kreise, Bögen und so weiter. Also soweit alles wie bekannt. Und ich hatte beim letzten Mal, bei unserer ersten Online-Messe im Frühling, so ein bisschen frei drauf los erzählt, wollte heute mal ein Thema anpacken oder mal ein Thema aufnehmen, das vielleicht mal ganz interessant ist. Wir sind alle ja entsprechend der Vorschriften, die sich über den deutschen Luftraum gelegt haben, der verpflichtet, im Flieger über 250 Gramm, glaube ich, sind es,
ein Schildchen mitzuführen, wo unser Name draufsteht. Und die Schilder kann man natürlich bestellen beim DMV, aber kann man auch, wer das kann und die Möglichkeiten und die Maschine hat, natürlich auch sich selbst fräsen. Und Umgang mit Texten, Umgang mit so einer kleinen Vorrichtung zum Fräsen von so einem Schildchen, so als kleiner Aufhänger, wäre heute das Thema. Das heißt, wir beginnen mal mit CAD, zeichnen uns was, machen uns mal hier ein Rechteck, in dem wir sagen Linie, ziehen hier ein Rechteck auf. Bekanntermaßen fragt er uns dann nach dem ersten und nach dem zweiten Punkt. Das heißt, hier klicke ich drauf. Alle, die MegaCAD nicht kennen, die MegaNC nicht kennen, ich sehe einen Herrn, den kenne ich. Guten Tag, Herr Fru. Aber ich sehe andere Namen, die ich nicht direkt zuordnen kann. Deswegen hole ich auch ein bisschen weiter aus für die, die noch nicht mit MegaNC vertraut sind und sage auch so ein bisschen, wie es dazu kommt und wie man damit umgehen muss. Das heißt, wenn ich jetzt ein Rechteck aufziehen will, habe ich die Funktion gestartet. Man sieht hier unten, dass die Funktion Linienrechtecke momentan aktiv ist. Ich hoffe, ich nehme an, dass der Bildschirm komplett sichtbar ist. Ist das richtig? Ja. Ab und zu ist da unten mal was abgeschnitten, deswegen frage ich schnell. Und jetzt fragt er mich hier drüben mit dem L und dem R Hinweis auf die linke und rechte Maustaste, also die Belegung der linken und rechten Maustaste zum jetzigen Zeitpunkt, was ich machen soll. Ich soll einen ersten Eckpunkt setzen, das mache ich irgendwo. Jetzt kann man auch gleich beobachten, dass der Punkt, der Cursorpunkt, so ein bisschen hüpft. Das liegt daran, dass hier unten noch die Option Raster eingestellt ist. Das heißt, hier sucht er sich imaginäre Rasterpunkte auf dieser Zeichenfläche, die ja beliebig groß ist, und fängt jetzt quasi nur auf diesen Rasterpunkten. Das ist ganz nett, aber auch nicht alles. Braucht man mal so und mal so, deswegen kann man es umstellen. Wenn ich jetzt hier aufziehe, sehe ich, wie er wieder weiterhin im Raster, in diesem 5 mm Raster, Sie sehen es hier, 40, 45, 50, weiterspringt, aber die Welt ist sich lässt sich nicht immer in ein 5er Raster einteilen. Deswegen muss es noch andere Optionen geben. Hier drüben zum Beispiel gibt es die Möglichkeit, dass ich frei fange. Das heißt, ich sage, ich möchte nicht einen Rasterpunkt oder sonstigen anderen Konstruktionspunkt nutzen, sondern freie Punkteingabe haben. Und dann würde mir beliebig fein jeden Punkt nehmen. So fein kann ich gar nicht mit der Maus fahren, dass ich die Auflösung, man sieht hier, entsprechend auf sinnvolle Werte bekomme. Also muss es noch einen Weg geben, wie ich auch direkt Maße eingeben kann. Und das mache ich jetzt direkt am Keyboard und tippe einmal 45 in der X-Richtung. X zeigt nach rechts, wie man das üblicherweise kennt. Und nach oben zeigt Y, dann mache ich mal 25. Und sobald ich jetzt Enter drücken würde, würde ein Rechteck mit der Größe 45 mal 25 gezeichnet. Wenn wir gerade dabei sind, möchte ich darauf hinweisen, dass ich in jedem dieser Felder, dieser Eingabefelder, auch rechnen kann. Also wenn ich jetzt hier sage 25 minus 2,9, dann wird da rauskommen 22,1. Ich mache nochmal das gleiche wieder. 25 minus 2,9. Achten Sie mal auf meine Schreibweise. Jetzt sage ich noch plus 1,1.7. Sie sehen, er rechnet mit Punkt und Komma, wie es kommt. Und ich muss nicht darauf achten, dass ich hier die falsche Taste erwische. Er ist da sehr großzügig und lässt mir dann beliebige Additionen, Subtraktionen, aber auch jede andere Rechnung, die ein Taschenrechner könnte, lässt er mir an der Stelle zu. Also auch sowas wie zum Beispiel 30 mal Sinus 45 Grad rechnet mir hier aus als Y-Wert. Aber bleiben bei einem sinnvollen Wert mal und sagen hier 25. Hätte ich auch gleich Raster nehmen können, machen wir mal 27 in der Höhe, dass wir aus dem Raster rauskommen. Und sagen Sie, der kann nur in Raster arbeiten. Zwischendurch mal kann ich hier oben auf Autozoom drücken, dann zeigt er mir dieses Feld beliebig groß. Ansonsten kann ich mit dem Mausrädchen, Sie sehen es hier, draußen reinzoomen, wie ich es brauche und kann mir da entsprechend die Auflösung so gestalten, dass es so ausschaut, dass ich damit sinnvoll arbeiten kann. Warum ein Rechteck? Ich habe mir gedacht, wenn wir uns so ein Schild fräsen wollen, dann brauchen wir auf der Maschine irgendwo eine Fläche, wo wir es ablegen können. Und jeder, der schon ein bisschen gefräst hat in seinem Leben, weiß, dass Fräsen ganz einfach ist, dass das Spannen von dem Werkstück meistens das Problem darstellt. Also was können wir machen? So ein Schildchen, das wir uns fräsen wollen, ist ja in der Regel ein relativ dünnes Blech. Es soll ja metallisch sein, so sagt der Gesetzgeber in der Luftverordnung.
Es soll metallisch sein und wie kann ich das festhalten? Jetzt kann ich sagen, ich habe eine große Platte, die ich irgendwo aufspaxe und irgendwo auf einer Verschlussplatte, auf einer Verschleißplatte auf meiner Maschine befestige. Aber bei so einem dünnen Blech, wenn ich da mit Schrauben rangehe, dann wird das Blech mit Sicherheit verziehen. Und was haben wir für ein Blech? Dicke 0,8 mm, Millimeter, vielleicht 1,5 mm, in das wir reinfräsen wollen. Und da wird sich das Blech relativ stark verwerfen. Das heißt, wir werden eine ebene Fläche brauchen, um da sinnvoll eine Schrift drauf zu gravieren. Und in vielen Fällen ist der Tisch der Maschine oder die vielleicht schon über längere Zeit benutzte Verschleißplatte nicht so eben, wie man sich es wünscht. Also wäre es eine Möglichkeit zu sagen, ich spanne mir da einfach ein Stück Spanplatte auf und fräse mir da eine Fläche raus, auf der ich dann mit Sicherheit in einer Aufspannung eine ebene Fläche habe, dass ich meine Schrift nachher ordentlich sehen kann. Alle, die im Fräsen Erfahrungen haben, wissen, wovon ich rede. Für die anderen, die nicht so viel vielleicht bisher in dem Bereich gemacht haben, wir fräsen in diesem Blech mit einer Dicke von, sagen wir mal, 0,8 mm oder Millimeter, fräsen wir nur 2/3 Zehntel rein. Das heißt, wenn der Tisch jetzt eine Unebenheit in dem Bereich aufweist, von 2/3 Zehntel auch, dann sehe ich zum Teil die Schrift, zum Teil sehe ich sie aber nicht, weil dann der Fräser nicht mehr genügend weit im Material steckt. Und das sind so die Schwierigkeiten bei diesen feinen Arbeiten. Und da tut man gut daran, wenn man sich da erstmal eine ebene Fläche schafft. Und wenn wir das schon machen, kann man es vielleicht noch ein bisschen weiterführen, das Ganze, und sagen, wir machen das gleich so, dass wir da nicht mit Klebeband hantieren müssen oder mit irgendwelchen Klammern. Wie gesagt, Klemmen oder Schrauben heißt immer gleichzeitig Verzug. Wenn wir uns eine ebene Fläche geschaffen haben durch so eine kleine Ausfräsung, dann wäre es vielleicht ganz hübsch, das mit Vakuum zu spannen. Und das geht relativ einfach. Das heißt, ich nehme in dieser Fläche dann mir irgendwo, fräse mir ein kleines Muster rein, bohre nach unten durch, mache von Seite her eine Querbohrung und kann da einen Schlauch anschließen und habe dann einen Mini-Vakuum-Tisch für solche Schildchen. Es ist ja durchaus so, dass Sie, wenn Sie sich da ein Schildchen gefräst haben und Ihre Vereinskollegen sehen, das ist schön geworden, dann gibt es ja oft den Effekt, dass da einer kommt und sagt, ich will auch eins haben. Und dann sind sie da am Produzieren. Und von daher kann das so eine kleine Vakuumhalterung schon mal lohnen. So, das soll also die Fläche sein, die wir da mal vorsehen dafür. Und die möchte ich jetzt dann mache ich gleich mal unten noch einen Anschlag ran, machen wir ganz mal freihand so, machen da unten so eine, ein bisschen höher, so, zum Anschlag ran, dass wir das Schildchen immer da anlegen können, bevor wir es dann quasi draufspannen und wollen das mal als Tasche ausfräsen. Also verlassen jetzt den CAD-Bereich, gehen rüber ins CAM. Das mache ich einfach, dass ich, indem ich hier mit der rechten Maustaste das Menü verlasse, zurückkomme ins Hauptmenü und an der Stelle wieder reingehe in den Bereich, wo ich jetzt hin möchte, nämlich in das Mega-NC, also in den CAM-Bereich, wo ich jetzt die Funktion habe, wo ich meine Maschine quasi zum Arbeiten vorbereite. Da geht es oben los, zum Beispiel mit dem Thema, da ist Feld, wie heißt die Maschine? Da wähle ich die Maschine aus, die meine Steuerung hat, diese 3FX10 in dem Fall, oder auch eine beliebige andere, die mir hier einrichten kann. Da sind ein paar Werte drin, die ganz entscheidend sind. Hier zum Beispiel die Rückzugshöhe, dass ich zwischen zwei Bearbeitungen genügend vom Material wegkomme. Und Flughöhe zwischen zwei Bearbeitungen und noch ein paar andere Werte. Aber das kann man sich einmal sauber einstellen und dann hat man da eine gute Basis. Als nächstes möchte ich oben noch ein Rohteil definieren. Das heißt, ich sage da mal, ich möchte mal mit einer Dicke von 5 mm arbeiten. Damit kann ich mir zum Beispiel diese Spanplatte mal so ein bisschen simulieren, aus der ich das Ganze rausfräsen möchte. Hätte jetzt eine Größe von 70 mal 50, reicht ja auch so frei Hand in dem Fall. Und setze ich mal an der Stelle ab. Diese Größe von der Platte brauche ich aber auch ganz wesentlich dann für die Simulation später, wenn wir gleich sehen, dass ich mir das Ganze auch mal vorher anschauen kann. Und jetzt gehen wir her und sagen, wir wollen jetzt dieses Rechteck da rausfräsen, und zwar als Tasche. Hier beginnen die Funktionen dann, mit denen ich dann meine Frässtrategien definiere. Das heißt hier eine Kontur, hier drüber noch eine Planfunktion, eine Tasche, Stege und so weiter, Außenkonturen, Innenkonturen und Bohrungen und Ähnliches. Wir machen mal eine Tasche in dem Fall. Ich ziehe es einfach hier drüber und
bekomme dann, sobald ich die Auswahl mit rechts beende, also mit dem rechten Mausklick beende, bekomme ich dann eine Oberfläche, wo ich jetzt definieren kann, wie gefräst werden soll. Das Ganze soll einen Namen haben, das heißt meinetwegen Planfläche. Ich nehme dafür einen Fräser mit 2 mm. Wenn wir eins größer gehen, Sie sehen da unsere Bibliothek, die dabei ist, die man sich ja beliebig einrichten kann mit eigenen Werkzeugen. Je nachdem, wie die ausschauen, kann man sich hier die Parameter hinterlegen, Fräsparameter, Schnittdaten und so weiter. Wir machen einen Dreierfräser und sagen jetzt, wir wollen mit dem Dreierfräser arbeiten. Dieses Werkzeug bringt schon Fräsparameter mit, die wichtigen, die ich brauche zum Arbeiten, das heißt der Vorschub, wie schnell fährt die Maschine in XY-Richtung, der Vorschub in Z-Richtung, also wie schnell geht sie aufs Material zu, ins Material rein und welche Drehzahl soll gefahren werden. Und auf der rechten Seite haben wir dann die eigentlichen Parameter, wie gefräst werden soll. Also nicht das Werkzeug betreffend, so wie links, sondern die eigentliche Bearbeitung betreffend. Ich möchte eine Tiefe vorsehen von 2 mm. Ich möchte eins zustellen. Das heißt, ich würde jetzt zweimal die ganze Fläche ausräumen. Hier auch eine Kleinigkeit schon mal vorab, eine kleine Neuerung. Wenn ich jetzt sage, ich möchte hier diese 2 mm, die ich gesamt zustellen möchte, geteilt durch 3 machen, dann können wir jetzt seit Version 2020 auch in diesen Feldern rechnen, was vorher nicht möglich war. Da muss ich selber im Kopf rechnen und mir einen Wert irgendwie ausdenken. Jetzt können wir hier direkt reingehen und müssen also dann nicht den Taschenrechner bemühen. Wobei, so genau brauchen wir es nicht. Wir hätten auch sagen können 0,7. Dann fräst er jetzt eben auf dem ersten Schritt 0,7, dann auf 1,4 und dann den Rest noch bis 2 runter. Bei einem weichen Material, was wir hier vielleicht vorliegen haben, Spanplatte oder so eine Hartfaserplatte, können wir auch sagen, nee, machen wir auf einmal, gehen wir auf einmal rein, fräsen. Volle Tiefe 2 mm. Der nächste Wert, die seitliche Zustellung. Da geht es darum, ich muss ja mit mehreren Bahnen, ich zeige es mal hier, hier immer hin und her fahren, damit ich die Fläche ausräumen kann. Und dieser Wert der seitlichen Zustellung gibt mir in Prozent oder in Millimeter an, wie viel der Versatz jeweils sein soll. Also wie viel der Fräser quasi Bahn zu Bahn quasi Abstand nimmt. 50 ist dann ein guter Wert. Den Rest können wir eigentlich weitgehend stehen lassen. Ich sage hier noch Eintauchrampe. Da gab es in früheren Versionen von Mega NC, gab es hier nur einen Haken. Also ob ich eine Rampe fahren möchte oder nicht, was bei Taschen nicht optimal war. Deswegen haben wir da auch was geändert. Und jetzt können wir einen Winkel angeben mit 15 Grad. Und wir sagen als nächstes, wir wollen konturparallel fahren, dass das Ganze quasi möglichst viel parallel zu den Außenbahnen abfährt und entsprechend ausräumt. Und wenn ich jetzt unten OK sage, dann ändert sich die Farbe von der Bearbeitung oder von den Elementen. Und das sagt mir, an diesen Elementen hängt Information dran, wie gefräst werden soll. Und diese hellblau dargestellten Elemente wissen schon, wie sie bearbeitet werden sollen. Wenn ich jetzt dann ein paar Sachen hier überspringe, hier drüben mal reingehe auf die Plus-Taste, Werkzeugpfade anzeigen, dann berechnet er mir jetzt von diesem Punkt aus hier diese Bearbeitung. Man sieht auch, dass er unten diesen Steg quasi erhaben stehen lässt, diesen Anschlag, und den Rest dann ausräumt, so gut es geht. Aber ich sehe auch sofort, wenn ich genau hingucke, dass der Fräser da unten gar nicht durchpasst. Er rechnet es aber trotzdem aus und sagt, so weit kann er halt und weiter darf ich nicht, ich mache ja was kaputt, ich muss mir an die Konturen halten. Also merke ich jetzt schon mal, dass die Fräserwahl nicht ideal war, dass ein Zweierfräser vielleicht bei dem kleinen Bauteil besser gefahren wäre. Und ich sehe auch noch im ersten Blick gleich, dass mein Nullpunkt, der da unten noch von irgendwann rumlag, auch da unten nicht ideal ist. Wenn ich das Ganze auf dieser Spanplatte hier oder Sperrholzplatte ausrichten, reinfräsen möchte, will ich ja einen sinnvollen Bezug zur Ecke haben, zum Beispiel zu der Ecke hier unten. Also mache ich zwei Schritte. Erstmal gehe ich rein und sage hier oben, ich möchte den Programm-Nullpunkt nochmal neu definieren. Und jetzt kommen mir die ganzen Fangmethoden zugute. Zum Beispiel, ganz trivial, nehme einen Endpunkt. Und dann schnappt er mir, Sie sehen es hier, schnappt er mir diesen Endpunkt. Wenn ich jetzt so Plus machen würde, wäre die Bearbeitung von da aus. Es kommt im Gespräch mit Anwendern oftmals die Frage, vor allem bei Leuten, die von großen Maschinen, von Werkzeugmaschinen herkommen, die also von CNC-technisch eine Ahnung haben, kommt oft die Frage, wie dieser Nullpunkt ist, wo der gelegt werden muss, ob ich die Zeichnung quasi in meinem Achsensystem im CAD auf Null legen muss.
oder ob der flexibel ist, dass ich den hinterher noch verändern kann, den Nullpunkt. Ja, man sieht es hier. Ich könnte auch sagen, wenn ich besser rankomme und da hinten lieber antaste, um die Ecke als Nullpunkt zu finden. Ich möchte, muss ja auf der Maschine irgendwo sagen, wo die Maschine losarbeiten soll. Dann kann ich eben genauso gut sagen, nimm da hinten mal den Endpunkt und berechne jetzt alle Bahnen von da aus. Jetzt würden alle y-Werte in dieser, in diesem G-Code, der später entsteht, oder der schon entstanden ist eigentlich, würden jetzt in y-Richtung mit Minuswerten sein, während die x-Werte jetzt Plus wären. Aber vollkommen egal, das kann die Steuerung. Wir müssen nur sagen, wo es losgehen soll. Sind da also vollkommen flexibel an der Stelle. Und der zweite Schritt, wo ich noch gesehen hatte, wir sollten eine Änderung vornehmen, da gehe ich nochmal rein in diesen Technologie-Manager, also in diese Aufsammelfunktion, diese Übersichtsliste, wo es jetzt noch sehr übersichtlich ist, wie man sieht, weil es nur eine Bearbeitung bisher gibt, wo es mal deutlich mehr werden kann, mit sehr vielen Einzelbearbeitungen. Und wähle hier nachträglich mal ganz schnell noch einen Zweierfräser aus, in der Hoffnung, dass der da unten besser reinpasst. Sag wieder okay, lass frisch berechnen und sehe, dass der jetzt da unten durchkommt. Das Ganze können wir uns auch schon mal neben dieser Darstellung hier anschauen, in der Simulation. Sie fragen sich vielleicht, woher die vielen Kreise hier kommen. Das werden wir gleich sehen, wenn wir dann die Simulation starten. Das mache ich hier drüben mit einem Enzellator. Der öffnet es nur im linken Bildschirm. Ich ziehe es mal rüber. Und jetzt sehe ich quasi meinen Rohteil, was ich definiert habe, die Platte quasi, wo jetzt momentan der Nullpunkt da hinten anzukratzen wäre. Und da ist mein fertiger G-Code. Der heißt im ersten Schritt Planfläche. Das ist meine Bearbeitung, die ich vorgenommen habe. Den Namen habe ich mitgegeben. Dann nimmt er sich einen Zweierfräser. Steht hier, T20, M6, so heißt der Fräser in meiner Definition. Und dann geht es los mit dem M3, macht die Spindel an und fahr los und fahr diese Position an. Machen wir es mal schön langsam. Ich gehe da oben auf Start. Jetzt sehe ich von oben die Maschine kommen. Ich zoome mal ein bisschen hin. Und wenn man es ganz genau geschaut hat, ich mache mal an der Stelle kurz eine Pause. Jetzt noch eins weiterfahren, noch einen Schritt weiterfahren. Das kann man besser erkennen. So. Sie sehen, ich kann auch im Einzelschritt durchgehen, um zum Beispiel ein Programm zu überprüfen, um da zu sehen, ob das ordentlich arbeitet. Und da sehen wir eine wesentliche Neuerung, die wir eingeführt haben mit der Version 2020, dass wir bei solchen Taschen viel eleganter als früher eintauchen können. Das heißt, ich fahre nicht stumpf ins Material rein. Sieht man hier gut. Diese erste Bewegung auf die Tiefe runter, die führt so quasi über eine Schräge runter und dann in die Bahn rein, die dann losfährt. Und wenn ich jetzt wieder Gas gebe und sage, fahr weiter, dann sieht man jetzt in der Tiefe von 2 mm, hier oben steht es, Z-2, entsprechend da seine Bahnen zieht. Man sieht auch, dass er den Sprung von einer Bahn zur anderen nicht wie früher durch stehen bleiben, seitlich versetzen und weiterfahren macht, sondern ganz elegant hier immer quasi so einen Rechtsschlenker macht und damit die Maschine viel ruhiger fährt und viel gleichmäßiger und damit auch schneller fährt im Endeffekt, weil sie nie stehen bleibt, sondern einfach da immer schön mit kleinen Bewegungen die Tasche nach und nach ausräumt. Auch hier außen, diese Zapfen dienen dazu, dass die Maschine nicht stumpf in die Ecke reinfährt und dann die Richtung wechselt, was immer heißt, sie würde stehen bleiben an der Stelle. Und sie fährt wirklich konstant durch. Jetzt da außen wird dann, kommt an die Grenze ran, da muss man in die Ecke reinfahren, da geht es nicht anders. Ich gebe ein bisschen Gas hier oben. Jetzt kommt irgendwann noch der Steg da unten. Und am Ende macht er noch die beiden Außenkonturen, einmal außen, einmal innen, also an dem Steg außen entlang und bei der Kontur innen entlang, um dann eine saubere, abschließende Kontur zu bekommen. Und Sie sehen, dass er die ganze Bahn gefahren hat, ohne abzusetzen. Nur am Ende einmal, klar, da muss er dann, taucht aber auch dann, wie man sieht, hier kann man es gut erkennen, in diese Bahn, hier sieht man es, in diese Bahn von neuem ein, indem man einfach wieder sanft ins Material reinfährt. Wenn ich jetzt hier in Spanplatte oder in irgendeinem Sperrholz fräse, ist es meistens halb so wild. Habe ich mal Werkstoffe wie Aluminium oder Messing oder auf einer anderen Maschine auch entsprechend mit Stahl, dann wäre dieser Verfahrweg in Z-Richtung, dieses Eintauchen ins Material, jetzt sehr angenehm ausgeführt, während wenn ich senkrecht reinfahre, also bohre
im Endeffekt auf Tiefe zustelle, auf Tiefe runterbohre, das hört man meistens und zuckt ganz kurz. Jeder, der eine Fräse bei sich hat und daneben stand oder im Nebenzimmer sitzt, während die Maschine nebenan fräst, der achtet auf die Geräusche ganz unterbewusst und hört da genau, wenn es nicht schön klingt. Und dieses Zucken ist jetzt damit abgestellt im Endeffekt. Die Maschine fährt da deutlich sanfter und deutlich damit auch Material und Werkzeug schonender. Bis hin zu Möglichkeiten, wo ich mit einem Fräser gar nicht eintauchen kann. Es gibt ja genügend Werkzeuge, die nicht zum Bohren geeignet sind, die also nur zum reinen Fräsen geeignet sind, also nur in Richtung X unter Vorschub arbeiten können, aber niemals quasi rein in Z-Richtung fahren dürfen. Und auch die können wir jetzt einsetzen an der Stelle, solche Werkzeuge, und laufen nicht mehr Gefahr, dass man die Werkzeuge da zerstören und damit auch meistens auch dann gleichzeitig Schwierigkeiten bekommen oder Probleme haben mit dem Werkstoff, also mit dem Werkstück. So, soweit eine kurze Simulation. Ich gehe hier mal raus, bin da zurück wieder in meiner ganz normalen CAD-Oberfläche und blende mal meine Bahnen aus. Und jetzt fällt mir ein, Mensch, ein zweiter Anschlag wäre noch hübsch gewesen. Hier habe ich vorhin vergessen. Also gehen wir mal kurz da ran und sagen, mach uns da auch mal ein Rechteck. Jetzt wäre es sinnvoll, dass wir die Kante sauber finden zum Beispiel, um da die Ecke sauber zu erkennen. Und da gibt es wieder die Fangmöglichkeiten hier, Konstruktionsmodus. Jetzt erkennt er mir elegant, wo ich hier stehe, macht mir einen Vorschlag. Ich klicke hier, nehme den Vorschlag damit an und ziehe jetzt damit frei, weil wie breit der Steg ist, ist ihm eigentlich relativ gleichgültig. Ziehe entsprechend hier diesen zweiten Anschlag auf. Aber natürlich, von dem weiß die Kammlösung noch nichts, dass die gefräst werden soll, muss ich ihm noch sagen. Und das kann ich so machen, indem ich sage, nimm da unten diesen Pinsel und übertrage die Technologie von diesem Bauteil auf dieses Bauteil. Man sieht, der wird gleichzeitig hellblau als Zeichen dafür, dass der auch gefräst werden soll. Und wenn ich jetzt auf Plus gehe, wird entsprechend, man sieht, auch diese Kontur freigelassen. Und entsprechend komplexer und komplizierter werden die Bahnen, weil er halt um das nächste Bauteil noch außen rumfahren muss. Es gibt auch Fälle, wo man sagt, nee, gefällt mir gar nicht so gut so, gehen wir nochmal rein. Wie schaut es denn aus, wenn ich mal nicht konturparallel, sondern mit meanderförmigen Bahnen arbeite? Mache den Haken hier raus, gehe wieder rüber und sage Plus. Ja, da erkennt er was nicht. Warum das? Erstaunlich. Aha, die hat jetzt hier verloren. Nur nochmal nachschauen. Wir sehen hier, dass diese Planfläche quasi in diesen Flächen aufgeteilt ist. Jetzt sage ich ihm, sei so gut, pack das da mit rein. Dann müsste es an sich wieder stimmen. Genau. Jetzt fährt er eben nicht mehr parallel zu der Außenkontur, sondern er fährt meanderförmig, was in dem Bereich sehr schön ausschaut, was natürlich da drüben eher störend ist, oder? Weil er ganz kurze Bewegungen fährt, und zwar getrieben durch die Richtung, die ich ihm vorgegeben habe. Hier mit 0 Grad gehe ich die andere Richtung auf 90 Grad, dann kann ich sagen, alles schön, jetzt schaut es hier schön aus, und da drüben auch schön aus, und da unten ist in dem Fall ganz geschickt, da ist so schmal, da kommt er eh nicht durch. Das macht er allein durch die Parallelbahn der Außenkontur, die am Ende fährt, um das Ding sauber zu machen. Und prompt würde auch die Simulation sich jetzt ganz anders darstellen. Ich zeige es Ihnen wieder und ziehe es wieder hier rüber und sage, starte mal wieder, gib ein bisschen Gas, wieder mal drauf achten aufs anfängliche Eintauchen. Halt, wo sind wir hier? Da sieht man, wie er da wieder niemals bohrt, sondern immer schön eintaucht und dann am Ende noch die Kontur stehen lässt. Es ist auch so, dass mit der Version 2020, was auch in Taschen, wenn da auch mal mehrere Inseln zu fräsen sind oder mehrere Lücken bleiben sollen, dass die Anzahl der Zustellbewegungen, wo er absetzen muss oder frisch ansetzen muss, deutlich geringer geworden ist in der, mit der neuen Technologie, und dass sich hier diese ganze Bearbeitung jetzt komplett neu berechnet und diese neuen Algorithmen deutlich schneller und materialschonender sind. Gut, soweit dazu. Machen wir Minus. Und jetzt möchte ich noch, wenn ich hier jetzt das, mein Blechschildchen auflegen möchte, schön da einen Anschlag reindrücken kann anschließend, möchte ich vielleicht noch, oder muss ich noch das Vakuum sorgen. Und das kann man einfach so machen. Das sage ich einfach,
machen wir mal mein Ding über Raster. Gehen wir daher und sagen, machen uns da mal so meanderförmig ein Muster rein. Ein bisschen knapp da unten, egal. Und ich packe das Ganze mal noch mit Drag and Drop. Klicke die Elemente einfach an und schiebe es ein bisschen nach oben. Das mit Elementfang gehe ich hier ran und schiebe es ein bisschen hoch, dass es da einigermaßen mittig liegt. Und sage da jetzt einfach noch, machen wir daraus eine Kontur. Eine Kontur einfach reinfräsen und er fragt jetzt, wie das Ding heißen soll. Wir sagen mal, das ist mein Saugkanal. Das heißt, ich möchte jetzt da, um es Ihnen noch nebenbei zu erklären, ich möchte da einfach vertieft in diese Planfläche, die ich geschaffen habe, noch Luft runter schaffen, um dann meinetwegen irgendwo hier eine Bohrung zu machen, die ich dann quasi über eine Querbohrung nach draußen verbinde und damit die Luft saugen kann und damit mir diese Mini-Vakuumhalterung baue. Dazu nehme ich jetzt das gleiche Werkzeug meinetwegen, den 2er Fräser. Da mache ich mal einen Millimeter tief und fräse genau auf der Mitte, also auf der Bahn, die ich gezogen habe, die ich gezeichnet habe. Und den Rest machen wir dann eine Eintauchrampe, eine schöne, sagen da wieder 15 Grad. Jetzt mache ich aber nur einen Fehler. Was auf der Messe hätten Sie vielleicht gleich gesagt, passen Sie auf, Sie machen gerade was falsch. Ist fräse in der Luft rum. Mit diesem Millimeter Tiefe, wo ich schon vorher quasi die Fläche rausgeräumt habe, würde ich jetzt ja in der Luft rumfräsen und keinen Sparen machen und keinen Erfolg haben. Was muss ich machen? Ich muss hier ihm sagen, geh mal tiefer um 2 mm. Das heißt, versetze das Ganze um 2 nach unten, damit jetzt die Bahn quasi gleich da unten hin berechnet wird, wo sie hin soll. Wenn es irgendwann unübersichtlich wird, jetzt rein von der Optik her, kann man immer auch sagen, und auch das braucht man auch beim Arbeiten, dass man sagt, hör mal zu, den möchte ich mal nicht sehen gerade. Mach den mal inaktiv und zeig mal nur diese Bahn an. Das habe ich aber nicht mittig gefräst, sehe ich gerade. Habe ich nicht aufgepasst. Bei dem Saugkanal wollte ich eigentlich mittig fräsen. Nehmen wir den hier. Und dann fräse ich, sagen wir mal, was ist da los? Dann merkt ihr nicht mehr, wo ich hin soll. Und deswegen gibt es Messen, dass man solche Punkte rausfindet, wenn irgendwas noch nicht stimmt. Ich schaue jetzt gerade mal, ob da irgendwas widerspricht. Nö, da scheint noch irgendwas nicht okay zu sein. Ja, haben wir was gefunden, müssen wir noch schnell ausmerzen. Also, sollte eigentlich mittig sein, fräse ich jetzt aber quasi rechts von der Bahn. In dem Fall tut es der Sache keinen Abbruch, aber machen müssen wir es natürlich. Und in Kombination mit der ersten Bearbeitung würde es dann, wenn ich das aktiv schalte, jetzt sage ich, möchte beide sehen, würde es dann in der Simulation so ausschauen. Gehen wir nochmal rein und geben nochmal Gas. Den ersten Bereich kennen wir schon, kann ich mir viel Gas geben. So, und jetzt fahre ich schon fast zu schnell. Ich kann aber auch zu jedem Zeitpunkt hier drüben mal im G-Code ein Stück zurückgehen und sagen, wie schaut es denn an der Stelle aus? Was ist da gerade passiert? Was ist hier gerade passiert? Und da wieder frisch einspringen und sagen, jetzt möchte ich mal ab da wieder alles schön langsam sehen, dass ich beobachten kann, ob mein Programm in Ordnung ist. Genau, jetzt macht er eben diese Nut hier rein. Wenn es da einem optisch nicht gefällt, kann man immer noch sagen, ich möchte meine Bahnen ausblenden, dann sehe ich es ein bisschen kontrastreicher und sehe, wo eigentlich die Vertiefung ist. Gut, was noch fehlt, wäre jetzt hier eine Bohrung an der Stelle, dass ich Luft auch absaugen kann. Und dann, was ich nicht so einfach kann, das muss ich auf der Bohrmaschine machen, später eine Querbohrung von hier draußen rein, um da den Punkt zu finden, um da die Luft entsprechend dann mit dem Messinggerät rauszuführen, einen Staubsauger oder eine Vakuumpumpe ran, um das Vakuum da entstehen zu lassen. Das wäre also der Schritt, der noch fehlt. Das heißt, wir setzen da noch eine Bohrung. Gehen also hier rein mit der Funktion Bohrung. Ich müsste für die Bohrung jetzt vorneweg hier einen Kreis zeichnen oder einen Punkt setzen, dass ich weiß, wohin. Ich könnte aber auch sagen, mach Bohrung direkt. Dann würde er mir den Mittelpunkt zum Beispiel von der Kante fangen. Und ich sage ihm an der Stelle, bitteschön, eine Bohrung, gibt ja auch einen sinnvollen Namen, Saugbohrung, möchte aber aktiv haben natürlich, nehme ich das gleiche Werkzeug, da brauche ich nicht großen Unterschied machen, das wäre ein bisschen tief in dem Fall, sage ich da mal 5 mm tief, sagen wir, ja, machen wir 5 und sehen wir, was passiert,
Zustellung mache ich 2,5. Rückzugshöhe heißt, dass er zwischendurch immer rausfährt und Späne rauswirft. Bei der Bohrung dieser Tiefe kein Thema, aber bei tieferen Bohrungen kann das ein Thema sein. Wenn ich jetzt auf Plus drücke, wird eine Meldung kommen. Alle, die aufgepasst haben, sagen, aha, ist gut so. Ich habe vorhin den Rohling definiert mit 5 mm und bohre jetzt auch 5 mm. Das bedeutet, dass ich, sobald ich hier die Bohrung setze, im Tisch drin bin oder den Tisch berühre, was ich nicht will. Also dürft ihr nicht tief bohren oder ihr müsst ihm was unterlegen noch, also einen dickeren Rohling nehmen. Der Rohling ist eher so ein bisschen eine optische Angelegenheit oder für die Simulation gehen wir da mal auf mehr Tiefe, auf 8 mm und sagen, bitteschön, von hier rüber, zieh es nochmal auf das Teil. Dann wäre jetzt die Meldung nicht mehr da und jetzt könnt ihr entsprechend auch diese Bohrung setzen. Jo, soweit zu der kleinen Vorrichtung, die jetzt dann so gefräst würde. Jetzt geht es ums eigentliche Blech, was wir uns drauflegen. Das heißt, ich gehe jetzt mal in die Bearbeitung rein, zack, die Vorrichtung ist mal soweit fertig, sage ich mal inaktiv. Wenn ich auf Plus gehe, passiert nichts mehr, weil er keinen Job mehr hat, was er machen soll. Diesen momentan inaktiv geschalten. Und jetzt gehe ich wieder ins CAD zurück, nehme mal eine andere Farbe vielleicht, in Rot, und ziehe da mal ein Blech, mein Blech rein, das ich bearbeiten möchte, das ich hier einlege. Ich fange zum Beispiel den Punkt hier und ziehe mal das Blech so weit auf bis hier oben und möchte jetzt meinen Text draufschreiben. Jetzt haben wir eine Größe von dem Blech. Das habe ich nicht aufgepasst, sondern freihand aufgezogen. Gehen wir mal ins Bemaßen rein. Das einfach nur anklicken, dann sehe ich mein Maß. Gut, die 0,61 können wir uns sparen, aber 35 groß. Das wäre ganz hübsch, das so im Flieger zu haben. Nicht alle bauen immer so 6-Meter-Schiffe, da muss das Schild mal kleiner sein entsprechend. Aber es muss trotzdem ein Schild tragen, das Modell. Und wir werden sehen, dass wir mit der Größe natürlich mit der Schrift schon relativ auf einen engen Raum kommen. Und deswegen möchte ich es mal so zeigen. Ganz nebenbei so, wie man gerade sieht, wenn ich es da drauf schreibe, kann es sein, dass es ein bisschen unübersichtlich wird. Und dafür gibt es dann Möglichkeiten, wie in jedem CAD-System, hier in MegaNC sehr gut ausgeprägt, der Layer-Schaltung. Und jetzt sieht man, dass hier auf einem Blatt quasi, auf einer Folie, auf einem Layer oder auf Ebene, kann man auch sagen, alles drauf liegt. Und das möchte ich mal jetzt nachträglich ändern, habe ich gerade nicht aufgepasst. Ich klicke einfach die Elemente mal an und sage, das Blech möchte ich jetzt mal auf einen anderen Layer legen. Zum Beispiel auf den Layer 10, der heißt hier Aufbauplan, aber es kann irgendwas sein, vollkommen egal. Den Namen können Sie gestalten im CAD-System. Und jetzt kann ich den anderen Layer, sehen Sie auch, diesen ist getrennt, jetzt kann ich den mal blind schalten, damit ich jetzt an meinem eigentlichen Objekt der Begierde weiterarbeiten kann und hier entsprechend ordentliches Blickfeld habe und nicht vom Rest abgelenkt werde. Gehen wir rüber zu den Schriften und schreiben da mal einen Text. Nachdem es ein Schild werden soll, ein Namensschild, wäre es sinnvoll, wenn mein Name drin steht. Und wir sagen da okay. Und jetzt hängt der Schriftzug dran. Und wenn man das Elend hat, dass man Zimmermann heißt, hat man also immer sehr lange Schilder, die man machen muss. Jetzt können wir sagen, gut, wir machen die Schrift kleiner. Aber wir können mal gucken, wie groß die Schrift überhaupt ist. Es gibt da unten eine Schaltfläche, die heißt Textattribute setzen. Ich zeige es nur mal so, weil in der Regel fahre ich da mit der Maus gar nicht hin. In der Regel drücke ich einfach die Leertaste. Und dann kommt genau dieses Menü. Jetzt sehen wir, dass wir eine Texthöhe von 2,5 mm haben. Also das ist nicht üppig. Wenn ich jetzt mal auf 4 gehe, dass man es noch einigermaßen lesen kann. Wir müssen nicht lesen, wir wissen ja, wem das Modell gehört. Aber wenn das Ding irgendwo in Acker kracht und jemand fühlt sich belästigt und ruft das LR an, dann wollen die lesen, wem das Modell gehört. Und da brauchen die keine Lupe. Das sehen Sie, da kommen wir ein bisschen mit den Größen wirklich in Kalamitäten. Ich mache es jetzt mal einfach zu groß. Schauen uns noch die Parameter nochmal an. Da sind noch Abstände mit drin, die ich bei diesen TrueType-Schriften in der Regel nicht haben möchte. Dann schaut er nicht so gestreckt aus, die Schrift. So macht es ein bisschen besser ein. Jetzt gehen wir mit der Schrift mal einfach, obwohl es falsch ist, mal daher. Und legen mal den Text da oben hin. Auf den falschen Layer. Muss ich den Layer nicht auch auswählen, auf den ich arbeiten möchte. Den Layer 10 hier. Den da brauche ich. Und schreibe den Text da mal oben hin. Und wenn wir jetzt mal unseren Fräser anschauen,
Das heißt, ein Fräser mit zum Beispiel Durchmesser 1 mm. Ich gebe da unten, wo ist er? Hier. Ich gebe da unten 1 mm ein. Mit Enter bestätigen. Dann sieht man gleich, dass ich mit dem Fräser eigentlich das gar nicht fräsen kann. Das ist bei Schriften oftmals das Problem. Und wenn ich jetzt sage, ich möchte da 0,6 machen oder 0,5, dann käme ich ja, gerade so hin, aber wahrscheinlich nicht mal überall. Da sieht man zum Beispiel schon, da wird es schon nicht mehr ausgehen, weil die Schrift halt so hübsch ist und so ungleichmäßig in der Dicke, da wird es passen und da nicht. Das heißt, so kleine Texte fräsen ist relativ schwierig. Und dafür gibt es dann andere Methoden, dass man zum Beispiel nur die Außenkontur fräst. Aber ich zeige es mal. Wir könnten ja als Tasche fräsen, was relativ müßig wäre in dem Fall. Gehen wir mal rein mit einer Kontur und sagen, bitteschön, nehmen wir uns mal diese Kontur. Klick den Text an. Er fragt mich wieder. Jetzt nenne ich es mal einen Namen, dass ich später weiß, was der Sache ist. Die anderen sehe ich momentan nicht, weil die ausgeblendet sind. Und nehmen wir den Millimeterfräser. Sie sehen schon, das ist der, der vorne gerne abbricht. Also da alle, die schon gefräst haben, wissen, wie letztlich sowas ist. Und die wenigsten werden stumpf in ihrem Leben. Die meisten sterben vor Ort einen Heldentod. Das heißt, sie würden da mit den Vorschüben natürlich relativ harmlos reingehen. Auch in Z-Richtung beim Reinfahren, wenn wir da eher ein bisschen aufpassen und sagen, dafür brauchen wir viel Drehzahl. Die Tiefe beginnt in der Höhe jetzt von minus 2 auch. Ne, das bleckert eine Stärke noch, sagen wir mal 1 mm Black, sagen wir minus 1. Und wir fräsen da eine Tiefe von 0,3 mm rein zum Beispiel. Um das später mit Lack zu füllen oder mit dem Filzer reicht es auch, oftmals schon drüber zu gehen, ist es durchaus ausreichend. Und jetzt sage ich mal, ich möchte auf der Mitte fräsen, auf der Bahn genau. Und Rest lasse ich mal so stehen und sage hier okay. Und wenn ich jetzt auf Plus gehe, sieht man schon, dass das ein bisschen üppig wirkt. Also so macht es keinen Spaß, da kommt keine ordentliche Schrift raus. Jetzt fräst er auch wieder außen, komischerweise. Da ist noch was im Argen, da muss man mal schauen, habe ich gerade schon erwähnt. Jetzt fräst er außen lang, was noch schlechter wäre. Also gehen wir mal her und sagen, nee, nimm uns bitte mal einen anderen Fräser. Und dann sind oftmals diese Gravierstiegel die richtigen Werkzeuge. Der ist vorne beliebig spitz. Und wie dick dann die Spur wird, hängt davon ab, wie tief ich eintauche. Das heißt, mit den 0,3 oder gehen wir auf 0,2 zurück. 0,2. Und probier es nochmal, aber ich habe das Gefühl, das spielt nicht mit. Da ist noch ein Problem. Und dann schaut es aber plötzlich deutlich besser aus. Das heißt, damit kann ich leben. Damit macht er mir die Schrift. Und ob er bei der Dicke jetzt quasi auf dem Buchstaben genau auf die Kante drauf läuft oder knapp daneben, ist dann auch nicht so dramatisch. Und dann kommt die Schrift so raus. Es kommt auch sehr schön an, wenn wir jetzt mal wieder rüber gehen in die Simulation, sehen wir auch, wie das Ganze da ausschaut. Das heißt, er kommt hier an mit diesem Werkzeug und beginnt es da zu fräsen. Das ist schon fast zu tief schon. Das ist eine Frage der Auflösung hier von der Simulationssoftware. Aber wir wissen, es käme so raus. Jetzt wissen Sie auch, warum ich diesen Aufwand vorneweg beschrieben habe, warum man sich da eine Platte macht dafür. Macht gerade nicht so, wie es sollte. Ich schmeiß meinen Kopf da raus. Das heißt, wenn ich dann nur minimale Unebenheiten habe auf meinem Tisch, dann würde ich von der Schrift die Hälfte sehen, die Hälfte nicht sehen. Und das will man vermeiden normalerweise. Und wenn wir jetzt noch kleiner werden und sagen, diesen Text möchte ich mal jetzt entweder mit Drag and Drop kleiner ziehen, dann wird das Problem sich noch eher verschärfen natürlich, weil die kleine Schrift umso breiter wirkt, der Gravierstiegel. Ich kann noch rüberschieben. Dann schaut es so aus. Und was ich aber an der Stelle auch zeigen wollte, ist Folgendes. Wir weisen
diese Fräsbearbeitung diesem TrueType, diese Windows-Schrift zu. Und machen nicht vorneweg aus Vektoren, CAD-Elemente, sondern es ist wirklich die Windows-Schrift. Und die können wir hier beeinflussen. Wenn wir uns irgendwann der Hafer sticht und wir sagen, wir wollen die Textattribute mal verändern und wollen mal von der Schrift Arial weggehen und gehen hier mal auf so etwas Hübscheres, zum Beispiel, was haben wir denn da? Comic Sans ist immer ganz nett. Comic Sans, zum Beispiel so. Und dann ist die Fräsbearbeitung auch gleich wieder fertig an der Stelle. Das heißt, wenn ich Objekte verändere, Bauteile verändere, wandert bei uns, weil es in einem System läuft, CAD und CAM aus einer Hand, läuft es automatisch mit. Das heißt, wenn jetzt der Nachbar kommt oder der Vereinskollege und der heißt meinetwegen M.Meyer, größer, dann ist es auch kein größeres Problem. Das Programm ist damit schon fertig. Das war jetzt keine Neuerung in Version 2020, sondern das war bestehende Technik. Aber ich möchte noch was anderes zeigen. Neu in 2020 ist zum Beispiel, dass ich Texte jetzt auch ganz elegant an Elementen entlang laufen lassen kann. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Text schreibe, hier ist ein neues Icon, das die Anwender noch nicht kennen, Text auf Element, klicke das Element an, dann schreibt er mir diesen M.Meyer direkt hier drauf. Und jetzt kann man die Textgröße hier noch verändern, kann es hier anpassen, wie man es haben möchte, kann den Zeichenabstand verändern, den Abstand zum Objekt verändern und so weiter. Die relative Texthöhe und all das kann man hier entsprechend beeinflussen. Wo soll er anfangen zu schreiben? Und der Text lässt sich jetzt genauso, gehen wir schnell rein mit Attributen und schalte dieses Überblendfeld aus, dieses Boxfüllen aus und dann wird das Ganze entsprechend so ausschauen. Es muss aber jetzt nicht nur an einem Bogen entlang sein, es kann auch ein bisschen komplexer werden. Ich schmeiße die beiden mal erstmal kurz weg und mache da mal eine Polyline rein. Oder auch Einzelelemente, auch das wäre möglich. Ich sage mal, fahr mal darüber, mache dann, da unten sieht man es, tangentialen Bogen dran, zum Beispiel so, und fahre jetzt wieder tangential aus dem Bogen raus. Wenn ich jetzt meinen Herrn Meyer wieder da draufsetzen möchte, dann, er weiß den letzten Text immer noch vom letzten Mal eingeben, dann kann ich auch den Herrn Meyer so ein bisschen bergauf und bergab laufen lassen. Der passt sich immer automatisch dann diese Kontur an. Da geht es dann so ein bisschen übers CAD hinaus, rein so in den gestalterischen Bereich, aber auch das kann einmal durchaus Inhalt sein. Es geht auf Weihnachten zu und alle, die eine Maschine haben, die eine Fräse haben, haben nicht nur gute Freunde im Verein, haben auch eine Ehefrau, die dann noch ein Schildchen und dann noch ein Anhängerchen braucht vielleicht. Und da kann mal sowas auch noch eine ganz gute Nebenbeschäftigung sein oder auch eine Rechtfertigung, die teure Fräse im Keller wieder mal zu legitimieren. Wenn danach für Weihnachten was gebastelt wird, wie auch immer. Da muss jeder gucken, wie er klarkommt. Das ist also eine neue Funktion in MegaNC 2020, dass ich diese Texte so ein bisschen hübscher gestalten kann, als es bisher ging. Ansonsten würde ich gerne noch eine weitere Funktion zeigen, die wir jetzt noch weggelassen hatten. Ich schmeiße es gerade mal so weg, mache nochmal eine einfache Kontur, ganz schlicht, einfach ein Rechteck. Und alle Anwender von MegaNC kennen die Funktion Stege, war bisher eine eigene Funktion hier unten mit den dazugehörigen Stegen, die man definieren konnte. Da geht es entsprechend weiter. Ich mache diese Stegkontur jetzt mal ohne die Sonderfunktion da unten, sondern direkt und sage ihm einfach, fräse diese Kontur. Und in Version 2020, nochmal auf ein anderes Werkzeug, in Version 2020 kann ich jede beliebige Kontur mit Stegen versehen. Ich gehe mal hier rein und sage so und vier tief. Entschuldigung, das war das Falsche. Hier 0, 4 tief und 2 zustellen zum Beispiel. Und das Ganze rechts außen mit Eintauchrampe und okay. Dann wird es erstmal so ausschauen. Er fängt da an zu fräsen, taucht langsam ein und das Ganze in 2 Zustellungen. Jetzt könnte ich zu jedem Zeitpunkt
hier noch einen Steg hinzufügen. Er hat eine neue Maske bekommen. Da war bisher immer nur ein Wert gefragt, nämlich der Durchmesser. Jetzt die Breite, sage ich mal 2 mm. Da kann ich sagen, wie tief er gehen soll. Das heißt, wenn ich jetzt 0 eingebe, wird der Holz quasi an der Stelle, wo ich den Steg haben möchte, in voller Höhe erhalten bleiben. Würde hier minus 3 eingeben, dann würde von dem 4 mm Holz, das ich fräse, nur 1 mm stehen bleiben, dass die eine Kante sauber gefräst ist, die andere dazu dient, mit dem Steg das Holz quasi im Verbund zu halten, in der Platte zu halten. Aber ich muss anschließend nur eine Seite, eine Oberfläche nachschleifen und bearbeiten. Und neu ist auch da unten dieser Rundungsradius. Da gehe ich mal auf 1 mm und sage hier einfügen. Und neu ist auch, dass die jetzt wirklich auch drauf sitzen müssen, auf dem Element. Ich sage aber, die irgendwo hinlegen in die Gegend. Und wenn er getroffen hat, war es schön. Wenn er jetzt wirken soll, muss er auf dem Element liegen. Ich mache mal einen dahin und einen dahin. Natürlich gelten auch die gleichen Methoden wieder, wie ich fangen kann zum Beispiel. Fangen wir den Mittelpunkt und all die Sachen, die man so vom Mega-NC kennt. Und wenn ich den da absetze und jetzt auf Plus drücke, dann sieht man hier so eine ganz eigenartige Anhäufung von Kreisen. Schauen wir uns mal im Räumlichen an. Ich schaue mal ins 3D rüber. Und dann sehen wir hier, dass er hier in einer radiusförmigen Bewegung im Bogen hier rausfährt. Ich sehe nur gerade, es ist zu viel. Das schafft er gar nicht so weit. Müssen ein bisschen kleiner Wert einstellen. Oder müssen die Stegtiefe verändern. Das mache ich jetzt mal. Ich mache es mal nochmal. War jetzt ein bisschen ungeschickte Werte gewählt. Kann man es gar nicht schön zeigen dabei. Mache nochmal einen Steg. Aber ich lasse den Steg auf voller Höhe mal stehen und mache einen Millimeter Radius ran und sage da und da entsprechend die Stege setzen, wieder auf Plus hier unten und dann sieht man, wie er da quasi bogenförmig rausgeht und drüber fährt. Auch das wieder eine Neuerung in Mega-NC 2020, die dazu da ist, dass die Maschine runter fährt und nicht diese harten Bewegungen macht, die es zum Teil an solchen Stellen bisher gemacht hat. Das heißt, die Maschine kommt an, fährt quasi in der Bogenbewegung raus, hüpft drüber und taucht wieder rund ein. Auch da wieder ohne direkt zu bohren, sondern wieder quasi eintauchend im Sinne von keine reine Z-Bewegung, was die Maschine einfach ruhiger und angenehmer laufen lässt und was die Werkzeuge und das Material schont. Das wäre auch noch eine wichtige Angelegenheit, die wir damit drin haben. So mal ein paar Punkte im 2D-Bereich. Ja, weitere Sachen sind noch drin, da oben zum Beispiel bei den Smartphones, Funktion, die gewünscht wurde, Senkungen. Da geht es darum, dass ich zum Beispiel kegelförmige Senkungen fräsen kann. Ich würde jetzt, wenn man sowas macht, ich nehme es mal mit einer M5er und sage hier, das als Tasche fräsen und setze es mal in der Draufsicht hier rein und schließe das Ganze, muss ihm jetzt noch zuweisen, welches Werkzeug er haben soll für diese M5er Tasche. Nehmen auch mal den, das ist fast ein bisschen groß, nochmal einen Millimeterfräser. Dann nochmal einen Millimeterfräser. Und die Tiefe bringt er schon mit automatisch, die ist schon vorgegeben durch diese M5-Senkung. Und mach mal den exklusiv an, dass wir nur den sehen. Und ob ich dann dazu gegeben. Millimeterfräser. Ja, werden müssen jetzt. Genau, und dann fräst er uns. Jetzt habe ich einen sehr flachen Winkel eingestellt, aber wenn ich mal ins 3D kippe, sieht man, dass er uns hier eine Senkung fräst. Das heißt, wenn ich irgendwo Bohren in meiner Platte vorgesehen habe und da Schrauben später mal als Senkschrauben vorsehe, kann ich ihm da entsprechend sehr einfach mit wenig Aufwand eine Senkung fräsen. Kann ich nicht gröber einstellen, weil es drückt nachher die Schraube schon weg. Ich muss nicht so fein runtergehen, hängt ab, welchen Winkel ich und welche Auflösung ich hier vorsehe. Das wäre so mal eine weitere Sache noch im 2D-Bereich, die dazu kam als Erweiterung. Und ja, damit haben wir schon kurz vor 6:30. Messe ist vorbei. Wir treffen uns im Parkplatz, drängeln uns raus und fahren im Hotel oder schön zum Essen am Bodensee. Diesmal haben wir es zu Hause. Zeit wäre um. Es wäre noch Zeit für Fragen, vielleicht ganz kurz. Herr Krämer, haben Sie das mitbekommen? Bisher ist keine eingegangen. Falls jetzt doch noch welche wären, gerne stellen. Andernfalls gerne unter dem YouTube-Video und dann beantworten wir sie da, falls Ihnen doch noch später irgendwie beim nochmal anschauen oder wie auch immer. Welche einfallen, gerne darunter schreiben.
und dann beantworten wir sie eben in dem Zug. Jo. Wenn keine Fragen direkt kommen, danke für die Aufmerksamkeit und wünsche einen schönen Abend in Friedrichshafen oder auch zu Hause. Und ja. Wir vereinen alle Leute online von zu Hause aus irgendwie teilzunehmen mit der Online-Messe. Das ist auch unser Ziel gewesen, dass jetzt so ein bisschen Friedrichshafen natürlich auch als Ersatzdienst. Wir haben es ja am Anfang angesprochen. Es ist jetzt schade, dass wir uns nicht natürlich persönlich treffen. Aber das soll jetzt natürlich so ein bisschen der Ausgleich sein. Deshalb danken wir auf jeden Fall jedem, der hier dabei ist. Und da kommt noch eine Frage. Okay, Uwe ist gerade noch am Tippen wahrscheinlich. Deshalb rede ich jetzt mal kurz weiter. Wie gesagt, vielen Dank für alle, die teilgenommen haben. Vielen Dank an Sie natürlich auch, dass Sie den Workshop eben einmal durchgeführt haben. Ein zweiter ist in Planung. Da stimmen wir uns nochmal auf jeden Fall ab. Und ansonsten besuchen Sie fleißig die Messe. Es gibt auf jeden Fall jeden Tag Neuigkeiten und News und Workshops, Seminare, Interviews. Da ist auf jeden Fall eine Menge los und wir freuen uns auf jeden Fall über jeden Besucher. Jetzt warten wir noch einmal kurz die Frage ab. Ich kann mich anschließen und warte, bis Herr Puchtinger sich noch zu einer Formulierung geeinigt hat. Ja. Da ist er. Ah, genau, das wollte ich vorhin noch zeigen. Guter Hinweis, Dankeschön. Ich habe jetzt meine alles weggeblendet oder Undo gemacht, glaube ich. Ich mache mal Undo und gehe zurück. Sehr guter Hinweis. Nehmen wir den Meier nochmal. Der Meier wird noch als TrueType gefräst. Wir haben es vorhin gesehen, hatte ich vorhin vergessen. Von daher vielen Dank für die Frage. Dass er jetzt quasi außen rum fährt und die Bahn eigentlich doppelt fährt, was für so ein einfaches Schildchen nicht sein muss. Wenn ich ein tolles Schild am Flugplatz mache, von wegen Betreten verboten und Eltern haften für ihre Kinder, dann soll es ja schick ausschauen. Aber das Schildchen, dass es LBA irgendwann im verkohlten Flieger findet, muss nicht so elegant sein. Von daher ist es ganz gut, wenn man nochmal darüber spricht. Ich kann einfach durch Anklicken über Textattribute, ja, von diesen ganzen Windows-Schriften, die auf meinem Rechner da sich angesammelt haben, auch wegschalten zu Vektorfonds. Und diese Vektorfonds sind dann Schriften, wie man sie früher kennt, von der Schablone oder vom Zeichenautomaten und wie man es von Hand noch schreiben musste. Die haben in der Regel ganz gern einen Zwischenraum von 20%. Dann schauen diese ein bisschen entspannter aus. Und es gibt hier speziell für Mega NC ganz oben eine Einlinien-Proportionalschrift, die meistens ein bisschen schöner ist noch. Wenn wir jetzt okay sagen, dann wird der Herr Meier mit der Schrift plötzlich gepresst. Und dann schaut das Ganze so aus. Und auch da bleibt noch die Eigenschaft, die NCP gemacht, erhalten, dass ich auch den Uwe schnell mal ein Schildchen machen kann. Das heißt, ich muss gar nicht neu definieren, nur den Text neu schreiben und die Sache nimmt ihren Lauf. Damit die Frage beantwortet. Wie gesagt, die Textformatierung, wenn ich die Textzeile schreibe und von vornherein gleich so anfange, würde ich auch, wenn der Text jetzt mal da steht, würde ich auch wieder mit Leertaste, respektive da unten drauf drücken, was das gleiche wäre, hier bekommen, könnt da umschalten und könnt da entsprechend auch eine von diesen Schriften auswählen, zum Beispiel die hübscheste, diese Proportionalschrift. Jetzt fehlt der Abstand noch, nochmal Leertaste, 2 Zehntel oder 20%, 0,2 in der relativen Berechnung noch Lücke lassen, dann schaut es Ganze so aus. Und auch da wieder ganz einfach im Kammbereich dann sagen, das bitte schön fräsen mit den gleichen Werkzeugen, gleichen Zustellungen und so weiter. Und dann wäre es auch schon fertig. Ja, wunderbar. Wenn sonst keine Fragen mehr sind, bedanke ich mich nochmal bei Ihnen auf jeden Fall, dass Sie den Workshop durchgeführt haben und freue mich über jeden Besucher und wünsche ansonsten allen noch einen schönen Abend und vor allem bleiben Sie gesund. Das ist das Wichtigste und deshalb machen wir das ja auch alle. Ja. Ich lese mich an. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.